Die zweite Sache ist, das, was Sie hassen, machen Sie zuallererst. Wenn Sie jemanden feuern oder einen unangenehmen Anruf tätigen müssen, machen Sie es zuerst. Das Interessante daran ist, Sie machen das von ganz alleine. Sie würden Dinge sagen wie, ich muss die Zusammenarbeit mit meinem besten Freund beenden oder ich muss jemanden entlassen, der mir sehr wichtig ist. Ich könnte das niemals den ganzen Tag wie ein Damoklesschwert über mir hängen haben. Ich muss das zuerst tun, dann ist es geschafft und ich fühle mich besser. Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören würden, sagen, oh Gott, ich muss meinen Freund feuern, ich mache das um 18 Uhr, ich warte bis zum Schluss, ich mache es nach dem Mittagessen, oder ich muss jetzt mein Workout machen, ich mache das um 17 Uhr. Aber natürlich ist es dann 17 Uhr und du hast einen Anruf zu erledigen, oder du hast gerade erst zum Mittag gegessen, und dann kommst du nicht dazu. Deswegen tun erfolgreiche Menschen diese Dinge von selbst, sogar in der Schule. Einer meiner sehr erfolgreichen Klienten sagte: Wenn wir einen Aufsatz vorlesen mussten, habe ich die Kinder nie verstanden, die als letztes dran kamen. Ich hob meine Hand und dachte: Ich lese meinen Aufsatz zuerst, weil ich es weghaben will. Diese Menschen machen das von ganz allein. Aber das spielt keine Rolle, weil das Gute daran ist, wenn du zuerst tust, was du am meisten hast, fängt es an normal zu werden. So wie: Ich muss meine Steuern machen, ich mache das zuerst. Ich muss jemanden zur Rede stellen, und ich mache es zuerst. Bis zum heutigen Tag wache ich auf und denke, oh, ich will das wirklich nicht machen. Also erledige ich es zuerst. Weil ich zu der Gruppe der sehr, sehr erfolgreichen Menschen gehören will. Ich weiß, was es bedeutet, da dazuzugehören. Und jedes Mal, wenn ich etwas nicht tun will, denke ich, ich will das nicht machen, aber ich will zu dieser Gruppe dazu gehören. Also mache ich es zuerst. Und es ist eine großartige Denkweise, weil sie einen dazu bewegt, es aus den richtigen Gründen zu tun. Weißt du, ich liebe dieses differenzierte Modell, das du gerade angeführt hast. Ich weiß, was diese Mitgliedschaft bedeutet. Ja. Wenn du so darüber nachdenkst, ist das der Preis, den man ja. für die Aufnahme zahlen ja. muss. Mir gefällt das. Das ist ein sehr interessanter Bewusstseinswandel, um Menschen zu motivieren, ja. tätig zu werden ja. und die Ideen umzusetzen, die du teilst. Das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich an ein Modell, von dem ich las. Sorry, ein System in einem Buch. Ich kann mich an den Namen des Buches nicht erinnern. Auf Deutsch wäre es etwas ja. wie, erledige deinen Drachen. Es geht darum, wie die produktivsten Mitarbeiter, wenn sie zur Arbeit ins Büro kommen, zuallererst den größten Drachen erledigen. Der größte Drache steht für diese Aufgabe oder diese Arbeit, die am unangenehmsten ja. ist die sie fürchten, die am langweiligsten ist. Es ist dieser Abrechnungsbericht, den du kaum anzuschauen wagst, genau. den du aber fertigstellen musst, bevor du Brainstormen kannst. Das Konzept, den Drachen zu erledigen, ist etwas, das wir in unserem Unternehmen einführten. Viele unserer Top-Performer haben das verstanden und es hat wirklich gut funktioniert. Du erledigst deinen Drachen am Morgen und fühlst dich den Rest des Tages viel besser. So viel besser. Ich denke, es ist einfach eine seelische Belastung, wenn du arbeitest, aber weißt, dass die schlechten Dinge, die, die man nicht mag, kurz bevorstehen. Ich denke, dass dich das etwas ausbremst. Natürlich. Aber wenn du deinen Kopf zuerst frei von all den schlechten Dingen machst, denke ich, dass alles andere läuft. Ja, ich meine, ich fing an, morgens früh ins Fitnessstudio zu gehen, weil mir klar wurde, dass immer, wenn ich es auf später verschob, etwas dazwischen kam. Und gelegentlich denke ich, ich muss ins Fitnessstudio gehen. Und ich denke, ich war schon heute Morgen um 6 Uhr. Und das ist so ein tolles Gefühl. Aber gelegentlich vergesse ich es. Ich werde dir eine tolle Geschichte über jemanden erzählen, der tat, was er hasste. Vor vielen, vielen Jahren traf ich jemanden, der ein Rockstar sein wollte. Es war sein Traum. Er wollte Schlagzeuger werden. Er war ein sehr junger Mann, verheiratet mit zwei Kindern. Er ging zu vielen Castings. Natürlich fanden diese immer tagsüber statt. Und jedes Mal, wenn er einen Job hatte, konnte er sich nicht frei nehmen. Also entschied er sich, nachts zu arbeiten, sodass er tagsüber vorspielen konnte. Den einzigen Job, den er fand, hasste er. Er arbeitete als Taxifahrer und er hasste es, aber er tat es. Leider verdiente er nicht genug Geld, also dachte er, okay, ich muss bei McDonalds arbeiten. Dadurch verdiene ich mehr Geld, kann nachts arbeiten und habe Zeit zum Vorspielen. Ungefähr einen Monat bevor er sich bei McDonalds bewarb, war er bei einem Casting als Schlagzeuger einer Band. Er kannte die Band nicht. Und am Tag, als er bei McDonalds anfangen sollte, wo er selbst den Gedanken daran absolut hasste, erhielt er einen Anruf. Die Band, für die du Gespielt hast, heißt Simple Minds und jetzt bist du der Schlagzeuger bei Simple Minds. Somit arbeitete er nie bei McDonalds und fuhr kein Taxi mehr für den Rest seines Lebens. Wenn er Leuten diese Geschichte erzählt, sagten sie alle, ich würde niemals bei McDonalds arbeiten. Oh mein Gott, ich würde nie so tief sinken und Taxifahrer in London sein. Und ich denke, Du hast den Sinn nicht begriffen. Seine Fähigkeit zu tun, was er hasste, ist das, was ihn zum Rockstar machte, da er seine freien Tage für Probe und Castings brauchte. Aber mit der Einstellung, ich würde das niemals tun, wäre er niemals ein millionenschwerer Rockstar geworden. Er war absolut bereit, das zu tun, was er hasste, seinen Stolz zu überwinden, und er sah immer seinen Traum vor sich: Ich will ein Rockstar sein. Ich brauche Freizeit für Castings. Wie kriege ich das hin? Ich muss als Taxifahrer und in einem Fastfood-Restaurant arbeiten, was ich hasse. Aber ich werde es tun, weil es mich an mein Ziel bringen wird. Und das tat es. Aber keiner der Leute, die ihn auslachten und sagten, ich würde das nie tun, ist ein Rockstar.